Heute mal ein kleiner Test. Ich habe hier die GoPro Fusion. Die habe ich zwar schon einige Zeit, aber mein PC lief noch mit Windows 7. Und da ging das Videoschneiden nicht, da kam nur Pixelsalat raus. Und nee, ging nur Bilder zu machen. Und jetzt habe ich Videos 10 und jetzt kurz mal zwischendrin ein Video gemacht. Getestet, es funktioniert. Videos werden mir richtig akkurat angezeigt. Du kannst auch bearbeiten. Und jetzt mache ich die erste Test. Und ich bin mit meinem Mountainbiker, Jungs und mit einem Mädel dabei. nur, ja, die sind hier nirgends. Das liegt daran, weil ich eine ganze halbe Stunde später gefahren bin. Bin mit einem anderen Zug hergefahren, die sind mit dem Auto hierher gefahren. Und mein GPS piepst auch schon, das wird schon wieder weiter. Ja, und ich versuche die jetzt einzuholen und zu überholen, ohne damit die es mitkriegen. Ich hoffe, damit die jetzt nicht so fahren, wie ich fahre. Ich weiß, wie sie fahren wollten. Doch es steht immer noch in der Frage, ob sie wirklich so fahren. Weil so wie ich jetzt hochfahre, so fahren wir eigentlich immer hoch. Und die wollten heute diesmal aber anders da hoch. Und ja, ich hoffe, das machen sie jetzt nicht. Und deswegen versuchen wir das jetzt zu überholen. Und testen hier auch gleichzeitig mit der Kamera mal, wie das ist. Und ich hoffe, das funktioniert alles so, wie ich es mir heute vorgestellt habe. Denn offiziell denken sie noch, ich habe verschlafen und bin daheim. Verschlafen habe ich wirklich. Aber ich hätte pünktlich sein können. Nur dann kam mir jetzt der Gedanke mit dem, ja, fährst noch eine halbe Stunde später mit dem Zug. Und fährst immer hinterher. Ich spiele jetzt noch ein bisschen mit der Fusion rum. Probiere ein paar Einstellungen. Und mal schauen. Vielleicht lässt sich das irgendwie so ein bisschen meine Videos ein bisschen aufpeppen, ein bisschen interessanter machen. Vielleicht werde ich auch einfach nur separate Videos mit 360 mal rausbringen. So, jetzt bin ich fast oben an der Hütte. Jetzt zeigt es sich. Habe eben noch zwischendrin ein paar Mal mit denen über WhatsApp geschrieben, um den Schein zu wahren, nämlich eben erst aufgewacht bin und noch daheim bin. Und haben sie geschrieben, sie sind gleich oben. Da war ich gerade unten an der Kreuzung. Da hatte ich schon Angst, dass ich hier vielleicht jetzt von hinten einhole. Aber ich habe es nicht gesehen. Also 50-50 Chance. Dann bin ich zuerst oben oder die sind schon oben. Ja, Stunde der Wahrheit. Ende ich war die. Jo, bin vor denen oben. Mach schneller. Oh, Moment, alles auf. Auf, los geht's. Ja, sind schon richtig. Dankeschön. Guten Tag. Bitte. Zwei Stück kommen noch. Guten Tag. Entschuldigung, ich müsste mal kurz vorbei. Dankeschön. Es kommen noch zwei Stück. Guten Tag.
Guten Tag. So muss das aussehen, wenn du es kannst. Ja, wenn ich kann, muss es so aussehen. Ich dachte schon, es ausgeht schon länger. Ja, das hat sich gut angefühlt. Die kann man überfliegen. Ups. Ja, zwei Stück kommen noch. Ach, verdammt. Voll vom Pedal gerutscht. Servus. Ups, ein bisschen zu weit ausgeholt. Ups, falscher Gang. Servus. Guten Tag. Hui. Dankeschön. Zwei Stück kommen noch. Kannst du auch geradeaus, kannst du auch geradeaus. Nein, gut. Du kannst auch so seitlich zwischendurch der runter, das geht auch. Ja, deswegen habe ich gerade warte ich mal, ob ich mir lieber stehe. Und das Kinderrad versetzen, krieg ich noch nicht auf die Reihe. Ja, das krieg ich auch nicht auf die Reihe. Jedenfalls nicht so, wie es sein soll.
Ups, verliere ich fast schon wieder mein GPS. Guten Tag, dann liege ich schön. Servus, zwei Stück kommen noch. Oh. Besser kann's nicht laufen. Genau. Genauso wollte ich es auch machen, aber ein bisschen verschätzt. Yo! Wow, oh, fuck! Oh, gut! Ups. Guten Tag. Uhuhuhuhu!
Ja, der Boden ist, könnte rutschig sein, wenn er nass ist. Oh, hallo Eichhörnchen! Wo rennst du dann du hin? Upp! Oh, da war nix. Das war scheiß knapp. Das ging gut ins Handgelenk.